Hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder Asekuro. Wir wollen heute was Neues starten, und zwar für alle Zweifler, Wettermeckerer, und der Test ist unspielbar, deswegen ist er auch unschaffbar, Meckerer. Will ich heute mal eine kleine Serie starten. Ja? Und zwar ganz einfach, wie man hier vielleicht sieht, ich habe einen Charakter angelegt, der heißt Ich will Senior werden. Und ja, ich will Senior werden. Ihr seht es auch hier ein bisschen weiter oben. Seht ihr auch den Titel. Hier steht es auch nochmal. Es geht darum, Senior zu werden. Ja, ich habe dafür hier einen Charakter angelegt. Der ist Semi, noch nicht Senior. Und er spielt mit folgenden Einstellungen. Ja, ich habe hier noch P-Density. 51 Kraft, 67 Genauigkeit, 158 Fähigkeit und 20 Ausdauer. Hat nicht wirklich die besten Klamotten angelegt, also hat hier Herbst 2012, also Herbst 2, Kleidung an. Einfach nur, weil der ohnehin schon sehr gut aussehende Belze in diesen Klamotten noch sehr viel besser aussieht. Könnt ihr mir glauben oder nicht? Ist so. Ja, ist halt Gruppe 1 Kleidung, kann also ein Semi-Pro auch tragen. Und ja, hat 4 Stats pro Kleidungsstück, auch einen Sockel, den ich allerdings nicht befülle. Ich möchte mit möglichst Low Stats zeigen, dass man eben auch diese Tests, ja, Kadaiga, Rufus, Abel und Gleiger, schaffen kann. Und dazu braucht es eben nicht unbedingt 300F und keine Ahnung, noch viel mehr andere Sachen, sondern einfach nur ein bisschen üben, dann geht es. Ja, und ich werde sogar versuchen, ohne Übung zu machen. Ich habe nicht viel geübt mit diesem Char. Ich habe ein paar Löcher gespielt, wie man vielleicht an den Sternzeichen sehen kann. Aber wirklich kennen tue ich ihn nicht. Aber ich bin mir sicher, es geht trotzdem. Ja. Genau, das sind meine Items eben, die ich benutzen werde. Die Schläger sind auch ganz normale Blastschläger. Nicht verstärkt, nicht gefittet und eben auch ohne Gems in den Sockeln. Ja, und das sind SO-Ball-Vierer. Kostüm habe ich eins an. Ich denke mal, das hat. Ja, das haben eigentlich die meisten anderen Spieler auch. Deswegen habe ich mir dieses Kostüm auf jeden Fall mal gegönnt. Der Coverslot ist leer. Hier gibt es keine Kappe, keine Lieblingskurskappe oder Gildenkappe, die ich irgendwie benutzen kann. Ebenso wenig wie Armband, Plan oder. Gut, die kann ich logischerweise ohnehin noch nicht nutzen, die Slots. Mein Avatar, ein Avatar habe ich auch drin. Man sieht hier unten zwar Grace Vela, die ist allerdings nicht aktiviert. Ja, die ist hier unten. Aktiviert ist der männliche Avatar Level 3. Und ja, wie man sieht, das ist halt der, den man auch im Shop bei Freya bekommen kann. Jetzt schauen wir mal, wie lange der noch läuft. 11.07. Das passt noch. Der läuft mir auch nicht weg. Was gibt es sonst noch zu checken? Ja, gut, die tun nichts zur Sache. Und ja, wir wollen eben auf jeden Fall mal die Senior Pro Qualifikationskurse spielen. Wie ich gerade schon gesagt habe, das ist hier Rufus Arena. Das ist Abel Plena mit einer minus 5 oder besser. Das ist Kadaiga mit einer minus 10 oder besser. Und das ist Gleiger mit minus 5 oder besser. Viele Leute sagen, das ist jetzt Pillepalle geworden. Ich selber muss auf jeden Fall zugeben, dass die Anforderungen, um den Level 100 zu überschreiten, um einiges leichter geworden sind. Das ist richtig. Früher war es, glaube ich, Rufus minus 15, Abel Plena minus 14.
Kadaiga minus 14 und Gligar war damals auch schon minus 5. Und gegen Herald hat dann, ja, eine minus 9, minus 10 hat gereicht. Ja, deswegen, wir wollen auf jeden Fall, oder ich will auf jeden Fall mal zeigen, dass es ohne Probleme machbar sein sollte, oder ohne größere Probleme machbar sein sollte, den geforderten Mindestscore auf den jeweiligen Kursen zu schaffen. Ja, gehen wir wieder zurück und dann schauen wir mal, ob ich meinen Worten auch Taten folgen lassen kann. Als allererstes wäre mal Kadaiga. Ja, fangen wir mal leicht an. Und ja, hoffentlich gibt es nicht den Vorführeffekt und ich versemmel das Ganze, aber ich bin guter Dinge, dass ich es eigentlich schaffen sollte, mindestens eine minus 10 zu spielen. Ja, Kadaiga ist auch der Kurs, auf dem man den höchsten Score spielen muss. Eben diese minus 10. Auf allen anderen Kursen geht es da eher gediegener zu. Wie gesagt, minus 7, minus 5 und nochmal minus 5. Schauen wir mal, ob wir das hier richtig biegen können. Und ab geht's. Ich blende mal den roten Text hier oben aus. Ja, ab geht's in den Sand gleich mal. Super. Den roten Text oben ausgeblendet, der stört nur. Den kann ich leider nicht ganz ausschalten, dass er nicht mehr kommt. Denn ich bin hier in den Onnet Europe Studios in Berlin. Das heißt, ich habe den Text da oben automatisch stehen. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Hier geht's an der Fahne bergab. Oh, der war schlecht. Der war sehr schlecht. Na, ist lange her, dass ich das so gechippt habe, aber egal. Auch wenn ich jetzt hier ein paar machen sollte, nur eine minus 10 ist auf jeden Fall drin. Das ist, glaube ich, auch das, was man sich als Spieler merken sollte. Ja, es gibt viele, die dann die Flinte ins Korn werfen und sagen, ah, schaffe ich nicht. Und dabei sind sie erst irgendwie gerade an Loch 5 vorbei und haben da vielleicht mal einen Boogie gespielt oder an Loch 10 vorbei und ja, es ist einfach nicht das. Man muss dranbleiben. Ja, gut, wenn man natürlich nach Loch 10 einen plus 5 dastehen hat, ja, dann wird es sicherlich schwer, noch die 15 Schläge aufzuholen. Aber man muss nicht immer gleich aufgeben. Aufgeben ist zwar okay, wenn es wirklich nicht mehr anders geht, aber ich denke mal, das ist ein großes Problem. Ich meine, ich kenne ja nun auch mittlerweile Hintergründe und weiß, wann Leute aufgeben und wann Leute nicht aufgeben. Und manchmal denke ich mir dann, ja, Junge, warum? Warum schon an Loch 5 aufgegeben? Ja, dranbleiben. Wenn man sich sicher ist und wenn man weiß, okay, ich kann den Kurs eigentlich, ja, dranbleiben. Und wenn es dann nichts wird, ja gut, dann betrachtet man das Ganze als Übungsrunde, als Ernstfall-Übungsrunde und ja, auch die nächste gleich hinterher. Ja. Kommt mir alles ein bisschen laut vor gerade. Ich hoffe, das ist nicht für euch auch so laut. Ich drehe mal meine Ohrhörer ein bisschen runter und hoffe, dass ihr den Sound nicht so laut bekommt, wie ich den hier bekomme. Ja, direkt drüber spielen ist natürlich hier nicht. Da könnten hier 6 Wind sein und ich könnte den nicht direkt machen. Aber auf dieses Grüne, auf dieses Fairway sollte ich doch drauf kommen. Nehmen wir doch mal den hier und ein bisschen weniger Spin.
Okay. Machen wir das mal so, oder? Ja. So könnte das doch was werden. Wenn ich jetzt nochmal die 97 treffe, dann nehme ich sie. Glück gehabt. Was ich hier erzähle, ist natürlich weder, hat weder Tutorial-Charakter, noch ist das alles für bare Münze immer zu nehmen. Beziehungsweise, ja, ich meine, ich rede halt über meine Meinung zu Tests. Und ob ihr das so wollt oder nicht, ob ihr das so gut findet oder nicht, das könnt ihr gerne hier unter dem Video in die Kommentare schreiben. Es ist aber nicht irgendwie, dass das verbindlich ist und dass der Asikoro gesagt hat, alle, die aufgeben, sind doof. Um Gottes Willen, sowas würde ich nicht sagen. Es ist einfach nur ein Stückchen meiner persönlichen Meinung. Ja. Was viele nicht wissen, ist, dass ich früher selber gespielt habe. Dieses schöne Spiel. Und deswegen auch ein bisschen Erfahrungsschatz mitbringen kann. Durchaus weiß, wie es ist, dieses Spiel zu spielen. Was ich allerdings nicht weiß, ist, wie es ist, in den Qualis zu vergeigen. Ich habe meine Qualis nie vergeigt. Also diese Qualis hier. Jetzt sieht es gerade so ein bisschen danach aus. Ich patte mich gerade hier um Kopf und Kragen. Allerdings, ja, ich glaube fest daran. Ja, ich habe meine Qualis tatsächlich nicht vergeigt. Ich habe alle Kurse beim ersten Mal geschafft. Darauf bin ich immer noch so ein bisschen stolz. Das ist, glaube ich, der größte schon Online-Erfolg, den ich hatte. Aber ich habe dafür andere Tests vergeigt. Ich habe dafür meinen Semi-Test vergeigt beim ersten Mal. Ja, ich war da in der Küche von einem sehr guten Bekannten gesessen und habe auf dem Laptop den Semi-Test gespielt. Und ich glaube, und dann habe ich in der darauffolgende Woche die Ankündigungen verfolgt und ich habe es einfach nur vergeigt. Ja, genau wie diesen Schlag hier. Den habe ich auch so ein bisschen vergeigt. Aber hey, ich habe schon minus 1. Dann höre und staune. Na, jetzt mal ein bisschen konzentrieren hier, ne? 19,8. Wie chippe ich denn den? Hat da jemand eine Ahnung? Ja. Vielleicht mal mit. Fünfundzwanzig ist gut, glaube ich. Ja, 25 war gut. Naja, so halbwegs gut. Das sind kritische Putts hier. Kritisch, 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 aber drin. Aber drin und wir minus 2. Das heißt, wir brauchen nur noch 8 Birdies. Oder 4 Eagles. Oder 3 Albers, einen Birdie. Ach, Quatsch. 3 Albers. 2 Albers und einen Eagle vielleicht. Ja. Mathe war noch nie so mein Hauptfach, ne? So. Schauen wir mal. So. So, ist das sowas? Weshalb blöd, wenn ich den, wenn der zu weit nach rechts rüber geht, dann ist der da im Rough und bleibt da oben. Wenn zu weit links rüber geht, dann haut der mir ab über alle Berge und Täler und Wiesen und Felder. Aber no risk, no fun. Ab geht's! Ja. Ich meine es gerade erwähnt zu haben. Aber auch das ist nicht schlimm. Geht ein bisschen bergauf. Dann
Geben wir dem doch mal. Seht ihr? Chippen ist gar nicht so schwer. So, mit minus 2 gehen wir aus dem fünften Loch raus. Alles noch im grünen Bereich. Ich hoffe, ihr macht es dann später besser als wir. Also, mal schauen, ob wir hier rüberkommen. Ah, ich glaube nicht. Nee. Nee, 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 nee. Mit Rückenwind fliegt er auch noch ein bisschen tiefer. Obwohl, vielleicht mit dem. Ah, jetzt will ich es aber wissen. Jetzt mache ich mir hier eigentlich schwerer, als es sein sollte. Okay, mit 5W haut es hin. Okay. Wo ist denn hier mein Getränkle? Da ist ein Getränk, da ist ein Getränk und da packen wir noch den da rein. Nehmen wir doch mal den hier. Den hier. Bestimmt geht der viel zu weit. Oh, ne. Also einfach nur zu weit rechts. Übrigens, wer jetzt vielleicht sagen mag, okay, du hast Blast GR drin, nicht jeder kann sich Blast GR bzw. dann Skuld GR leisten. Das mag richtig sein, dass nicht jeder in dem Level diese R-Schläge hat, aber als H-Version gibt es die auch und als H-Version sind die genauso, wie ich sie hier drin habe. Nur mit dem Unterschied, dass halt nicht reparabel sind. Aber das soll eigentlich egal sein. Deswegen, ich habe mich einfach nur für die R entschieden, weil es für mich leichter war. Allerdings besteht da kein Unterschied, kein wirklicher zu den Haarschlägern. Schauen wir mal, was der Putt macht. Oh, vorbeigehen. Das kann er. Nichtsdestotrotz, der sollte drin sein und wir sollten die minus 4 gesichert haben. Jawohl. Ja, nach 6 Loch minus 4, das heißt, ein Drittel haben wir geschafft. Minus 4 mal 3 wären minus 12 und da hätten wir es dann schon geschafft. Ganz einfache Rechnung. Da muss man kein Mathe-Professor sein. Das schaffe sogar ich. Das auszurechnen. Ist gar nicht so leicht, wenn man weiß, dass die gesammelte Schott-Online-Welt einem möglicherweise zusehen wird, wie man hier stellt und wie man im Allgemeinen spielt. Macht einen irgendwie nervös. Also mich zumindest. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge zu meinem Spiel habt, ja. Die dürft ihr auch gerne in den Kommentaren posten. Hier in den Videokommentaren. Ich bin ja immer gerne offen und da ja demnächst auch, wie ihr hier oben sehen könnt, Schlag den Asekuro ansteht. Ja, wir haben es nicht vergessen. Da ja Schlag den Asekuro demnächst ansteht, bin ich natürlich um jeden Tipp mein Spiel betreffend dankbar. Ich habe zwar früher mal gespielt, wie schon gesagt, allerdings ist das ja auch schon eine Zeit lang her. Und in letzter Zeit schaffe ich es nicht mehr ganz so oft, wirklich in Ruhe zu spielen, so wie ich das gerne wollen würde. Deswegen, ja, habt ihr Tipps für mich? Außer den Tipp, dass ich weniger sammeln soll beim Spielen. Das weiß ich selber auch. Aber das geht halt mal nicht anders. Das bringt halt mal die Sache mit sich, wenn man hier für YouTube Videos macht.
beziehungsweise für die SO-Munity. Schauen wir mal. Mut zum Berg, habt Mut zum Berg. Ja? Wenn ihr wisst, okay, es ist anzunehmen, dass der Ball weiterfliegt als der Zielkreis, habt Mut zum Berg. Und hofft, dass dieser Mut auch belohnt wird. Ja, sieht gut aus. Es ist natürlich ein Hassloch von mir. Also, ohne Frage. Das Loch mit dem falschen Wind kann ich verstehen, wenn man sich ein bisschen aufregt. Allerdings kann man ja auch mit drei Rückenwind relativ safe spielen. Es geht. Man muss nur wissen, wie. Man muss auch sich mal die Karte anschauen. Und notfalls spielt man den auf dreimal, nimmt hier ein Paar mit, weil, ne, wenn man hier die Minimap anschaut, hier gibt es ein Fairway. Ja, wenn ich hier vier Rückenwind habe, ja, hier oben sind die Tees, vier Rückenwind habe, dann ist es verdammt schwer, dahin zu spielen. Ja, entweder man trifft den Berg, wenn man zu kurz stellt, oder man stellt zu weit und schlägt dann hier hinten hin. Deswegen, es ist keine Schande, hier links rüber zu spielen. Und von hier links, ja, muss man sich halt anschauen, wie das geht. Dafür trainiert man ja, um solche Schläge auch mal zu testen. Und dann von hier links hier rüber spielen. Ranpatten rein, hat man ein sicheres Par. Immer noch besser als ein Bogey oder ein Doppelbogey oder sogar ein Hole Out. Das war ein Igel. Das geht. Läuft bei mir. Ja, hört aber auch gleich wieder auf zu laufen, denn das ist ein blödes Loch. Ich hatte jetzt zwar mal ein Hole in One, aber es ist schon lange her. Da war ich noch jung und knackig. Jetzt bin ich nur noch knackig. Aber die Null treffe ich heute hier wie ein junger Gott. Ja, der war gar nicht so knapp vorbei am Hio, ne? Sehr schön. Hio Challenge fängt übrigens morgen an, also am 8. Juli. Ne? Aufnahmedatum heute ist das 7. Juli. Wenn ihr das hier sehen wollt. Tatsächlich, der 7. Juli. Deswegen morgen 8. Juli und 9. Juli Hio Challenge. Das heißt, wenn ihr das besser könnt als ich, gerade eben hier, dann macht da mit und holt euch die Frühlingskiste ab. Ja, wenn ihr dieses Video viel zu spät anschaut, dann habt ihr Pech gehabt. Dann müsst ihr auf die nächste Hio Challenge warten. Die kommt bestimmt irgendwann. Allerdings noch nicht so gleich. Jetzt haben wir die ersten paar blöden Löcher überwunden und stehen jetzt mittlerweile schon mit der minus 8 da. Und jetzt kommt Loch Nummer 10 mit 5 Rückenwind. Schauen wir mal, ob das hier noch geht. Noch mal einen Backspin mit rein. Dann schauen wir mal. Wahrscheinlich mache ich jetzt viel zu kurz. Ja, hoppala, 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 hoppala. Was war denn das? Ja, ein bisschen Glück muss man auch haben. Dann machen wir jetzt mal. So. Ja, ich kann den Boogie schon riechen. Ich kann den Boogie schon riechen. Haben wir mal Glück gehabt. Da hat der Ase noch mal Glück gehabt.
Ja, jetzt kriege ich hier 6,5 Wind von der Seite. Da muss man dann ein bisschen zurückschrauben. Schauen wir doch mal. Stellen wir den mal hier hin. Dabei sind wir noch gar nicht an Loch 13. Mal sehen, wo der jetzt hingeht. Okay, er geht immer noch sehr, sehr weit und legt sich sehr weit Richtung Baumgrenze. Da bin ich auch mal gespannt. Schon wieder eine Trophäe bekommen. Heute läuft's bei mir. Bei mir läuft's. Ich sag's euch, meine Freunde. Es wird jetzt spannend. Ich jetzt Backspin drin habe, bergauf stehe, aber immer noch diesen Wind habe, diesen doofen. Sehr nah an der Baumgrenze steht, das heißt, ich möchte die Bäume eigentlich nicht berühren. Ja, mal einen Fähigkeitstrank, damit der vielleicht noch ein bisschen steiler fliegt. Und dann ab dafür. Ja, Bäume schon mal berührt. Aber, der kommt, der kommt, der kommt rüber, das passt. Aber der kommt wieder zurück. Hey! Das ist kein Rückfahrtschein, mein Freund. Bleib liegen, ja? Ja. Dann schnappen wir uns jetzt das SW. Stellen den ein bisschen nach rechts rüber. Wegen Wind, aber vor allen Dingen wegen den Brakes. Und dann schätze ich mal mit 35 und schau, was passiert. Ja, Stärke war okay. Aber die Richtung hat noch nicht ganz so gepasst. Ist aber auch egal. Ah, ne. Da haben wir unseren ersten Boogie. Da waren es nur noch minus 7. Aber auch egal. Wir müssen es nur noch mal ins Gedächtnis rufen. Wir brauchen eine minus 10. Mehr brauchen wir nicht. Wir sind hier nicht, um unser Handicap zu verbessern. Wir sind hier nicht, um schön zu spielen. Wir sind hier einfach nur da, um unseren Test zu bestehen. Darum geht's, um nichts anderes. Na, wenn wir schön spielen wollen, dann müssen wir noch viel mehr trainieren. Und dann vielleicht noch beinahe in die Lehre gehen oder sowas. Aber wenn man dann ab und zu mal so einen Schlag hier raushaut, sich an die Fahne legt, weiß, okay, da ist jetzt ein Igel drin, höchstwahrscheinlich. Blub, drin. Und sogar noch ein Odin-Juwel. Halleluja. Was kann es Besseres geben? Ja, und sogar die 13 ist uns einigermaßen wohlgesonnen. Schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal, was der Ball hier macht. Hopp. Also die Null treffe ich heute relativ gut. Ich sollte öfter an dem Computer hier spielen. Ja, passt. Liegen auf dem Grün. Mit rangepattet, reingepattet. Ja, wie gesagt, kein schönes Spielen. Im Normalfall schaut man natürlich, dass man den Ball an die Fahne kriegt. Schön mit ausgefeiltem halb dreiviertel 5 vor 7 Spin. So dass er zur Fahne hinrollt. Aber das spielt heute alles keine Rolle.
Habt ihr nur im Kopf, ich will meinen Test bestehen. Ich werde meinen Test bestehen. Schön spielen kann ich, wenn jemand zusieht. Na gut, ich meine, ihr seht mir jetzt gerade zu und ich spiele trotzdem nicht schön. Ich kann es halt einfach auch nicht anders. Ja, meine Mittel sind begrenzt. Deswegen zeige ich euch das, was ich kann. Wie gesagt, heute haben wir uns noch den leichten Kurs rausgeholt. Jetzt bin ich mal gespannt bei den nächsten Malen. Wann ich das aufnehme, weiß ich noch nicht ganz genau. Ich hoffe bald, wie es dann aussieht mit Gleiger und Abel Plena. Jetzt muss ich mal mein kleines Fenster hier ein bisschen verschieben, denn ich habe den Rand nicht richtig bekommen. So, ich hoffe, das passt in der Aufnahme auch noch. Ist wichtig, den Rand zu bekommen vom Bildschirm, damit man auch gerade die Kamera runter machen kann und diesen Pinöppel dann eben auch so sieht, wie man ihn sehen soll. Jetzt haben wir hier 10 Yards. Dann machen wir so viel Prozent. Und dann ist das Ding drin. Wenn ihr noch nicht an der 14 wart, bei Kadaiga, ne, denkt dran. Die 14 ist eigentlich, wenn man das mit dem SW beherrscht, ein sicherer Igel. Also, wenn man nicht gerade 8 Rückenwind hat und der Ball irgendwo im Rough landet oder im OB, dann ist die 14 auf jeden Fall immer ein sicherer Igel und man kann sich dann schon mal 2 Schläge extra draufrechnen oder abziehen, wie auch immer. So. Jetzt schauen wir mal. Das dürfte wahrscheinlich ein bisschen zu weit sein. Hier liege ich tatsächlich gerade. Eher noch ganz leicht bergab. Aber gut, das ist ganz, ganz wenig nur. Da nehme ich mal nicht ganz 100%, einfach nur um sicher zu sein. Wie gesagt, im Prinzip brauchen wir hier nicht mehr als ein paar. Auf dem und allen folgenden Löchern. Deswegen schön easy going. Schön sicher spielen. Okay, Igel wäre natürlich schön gewesen, aber mein Gott, auch mit einem Birdie bauen wir unsere Führung aus oder unser Punktekonto aus. Und die minus 10 am Ende ist immer sicherer. Das Buckelpistengrün, das die Baustelle mit Gras obendrauf. Ja. Es ist, also ich bin ja der Meinung, dass es hier Glückssache ist. Es gibt Leute, die können hier aber sehr gut spielen. Aber es ist wahrscheinlich auch nur Glückssache bei denen. Ich weiß es nicht. Das heißt ja immer, wenn Glück zur Gewohnheit wird, dann nennt man es Skill. Ist was Wahres dran? Man nehme hier zum Beispiel den Narr, der durchaus einiges von diesem gewohnheitsmäßigen Glück hat, wenn man das so nennen möchte.
Ja, natürlich nicht Glück, sondern ja, da ist es tatsächlich Skill oder auch Quingo und all die anderen Konsorten, die ich jetzt möglicherweise vergesse. Nicht beleidigt sein, ja. Vielleicht gehe ich ja mal bei einem von denen in die Schule. Also in die Golfschule. Wohlgemerkt. Aber erstmal versuche ich hier meine Tests zu spielen. Das wird schon mal nix. Der zieht zu viel rüber. Ist aber auch egal. Wie gesagt, minus 10 ist das Ziel. Das wird doch nicht etwa funktionieren? Nee, ich glaube nicht, oder? Was mache ich denn hier? Echt jetzt? Okay, ich hätte vielleicht andere Schläger einpacken sollen, denn die gehen ja echt so weit. Das ist ja fast schon zu weit. Ich sag mal, wer Blasschläger hat, der braucht sich keine Sorgen, um seine Tests zu machen. Ja, vielleicht packe ich demnächst einfach Easies ein und oder Tornado oder Hurricane oder so. Das ist ja fast echt schon witzig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich Chancen habe, da direkt runter zu spielen. Ja, die habe ich offensichtlich schon. Auch wenn ich nicht so treffe, wie ich treffen möchte. Ich denke mal, man kann das Ergebnis trotzdem akzeptieren. Aber für die nächste Folge packe ich vielleicht zumindest mal andere Hölzer ein. Ja, damit das ein bisschen. Oder mal generell andere Schläger. Alte Schläger. CTL. Oder Hybrid. Oder sowas. Mal sehen. So, den chippen wir. So, vielleicht. Oh, vielleicht ein bisschen fester nächstes Mal. Aber ja, wie ihr seht, wir werden jetzt auf jeden Fall mal ein Birdie machen, nehme ich an. Oder sogar ein Eagle. Das ist hier eine minus 16. Dann mache ich doch gleich mal hier den geschafft Haken rein. Und ja, ich bin erstmal raus. Könnt auch gerne die nächste Folge ansehen, wenn sie schon da ist. Wenn nicht, dann müsst ihr halt noch ein bisschen warten. Dann blamiere ich mich. Ich denke mal, nächste Woche blamiere ich, oder nächstes Mal blamiere ich mich dann auf Abelplaner. Abelplaner ist gut. Hier, Abelplaner, minus 5 ist das Ziel. Das schaffen wir auf jeden Fall. Dann mit anderen Schlägern. Bis dann. Tschüss.